Das FLW24-Spiel des Monats wird präsentiert von Fitness Pur. Fit und gesund fürs Leben. Blauer Himmel, Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen hier im Westerwald zum Verfolgerduell der Kreisliga A Limburg-Weilburg. Der Tabellendritte SV Thalheim in den schwarzen Jerseys empfängt den Tabellenvierten, die Spielgemeinschaft Heringen-Menzfelden. Die Gäste starten sogleich sehr ambitioniert, denn sie wollen den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren und waren gleich in den ersten Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Sechste Spielminute. Loris Neb führt einen Freistoß auf Quendrin Morina. Morina köpft und lässt dem Keeper Tizian Böcher keine Chance. 0:1 für den Verfolger SG Heringen-Menzfelden. Der erste wirkliche Angriff der Thalheimer. Andres auf Dennis Mehlbaum und mit einer langen Flanke auf Zay. Einer zu langen Flanke. Die SG wollte mehr und machte weiter Druck auf das Thalheimer Tor. Gärtner auf Neb. Doch der findet keine passende Lücke und verzieht den Schuss. So langsam wachten die Thalheimer auf. Sie wollten sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Jonas Hanappel mit einem weiten Pass auf Konstantinidis. Der scheitert noch am gegnerischen Torwart Jens Ländle. Aber auch die SG Heringen-Menzfelden lässt nichts anbrennen. Ein langer Pass landet bei Marco Esposito. Der dribbelt und zieht mit links ab. Dank Torwart Böcher wird ein größerer Rückstand der Thalheimer an dieser Stelle verhindert. Die Heimmannschaft dreht nun immer weiter auf. Ihr Spielanteil nimmt deutlich zu. Beim Freistoß von Jonas Hanappel zieht sich Marcel Löbach im Gefecht mit Keeper Ländle eine Platzwunde zu und muss das Spielfeld für den Rest der ersten Halbzeit verlassen. Das Spiel wird weiterhin vom SV Thalheim bestimmt. Und mit dem Pass auf Torbenzei bleiben sie brandgefährlich. Dann in der 37. Spielminute. Ein langer Abschlag von Böcher auf Mehlbaum und Zay. Und wieder zurück auf Mehlbaum. In der Mitte wartet Kanu Janik und köpft das runde Leder sauber in die Ecke von Jens Ländle. Der hat keine Chance, den Ball vor dem Einschlag in sein Netz zu erreichen und muss den Ausgleich zum 1:1 verärgert hinnehmen. Die SG Heringen-Menzfelden hat noch ein paar glücklose Versuche, das alte Torverhältnis wiederherzustellen. Doch der SV Thalheim bleibt die stärkere, spielbestimmende Mannschaft. Zum Halbzeitende wollen sie unbedingt noch mit einem weiteren Tor in Führung gehen. In der 44. Minute dann wird ihr stetiger Druck auf die Gäste belohnt. Eichmann spielt zu Torben Zay und der zirkelt das Runde gekonnt in die lange Ecke. Keeper Ländle kann mit den Fingerspitzen den Ball zwar noch berühren, aber das 2:1 für den SV Thalheim kann er nicht mehr verhindern. So geht es also mit einer letztlich verdienten Führung des SV Thalheim in die Halbzeitpause. Man hat nach 2 Minuten schon gesehen, wir waren nicht richtig im Spiel von Anfang an. Der letzte Biss hat gefehlt. Da war Hering wesentlich schwacher. Die ersten 20 Minuten kann man fast sagen. Und das Ende von der Geschichte war halt das Gegentor, das frühe Gegentor eigentlich schon. Ja. Diesen Wachmacher, den wir gebraucht haben anscheinend, und danach lief es besser für uns. Ja. Und ich denke, nach 20 Minuten war dann doch Thalheim die bessere Mannschaft. Die Schatten auf dem Platz werden nun immer länger. Die spannende Frage jedoch ist, wessen Gesichter zum Ende des Spiels die längeren sein werden. Die SG Heringen-Menzfelden versuchte zunächst, das Heft des Handelns weiter in der Hand zu halten, scheiterte aber an der Abseitsfalle der Thalheimer. Letztere gewannen immer mehr Selbstvertrauen.
Mit einem sehr langen Abschlag auf Dennis Mehlbaum hebelte Keeper Böcher die Defensive der Gäste komplett aus und Mehlbaum hatte freie Fahrt zum 3:1. SG-Keeper Ländle blieb nur noch das Nachsehen. Der Druck der Heimmannschaft blieb weiter bestehen und das Tor der Gäste wurde ein ums andere Mal unter Beschuss genommen. Die wenigen Versuche der SG Heringen-Mensfelden noch einmal ins Spiel zurückzufinden, landeten sämtlich neben dem Tor. Auch die Zuschauer glaubten nicht mehr an eine Wende und verließen zum Teil schon vorzeitig den Platz. Dabei sollte ihnen noch manch schöne Spielsituation entgehen, wie hier, in der 35. Minute der zweiten Halbzeit. Freistoß auf Dennis Habel. Der köpft den Ball vor die Füße von Timon Konstantinidis, der diesen direkt in die kurze Ecke lenkt. Zum 4:1 für die SV Thalheim. Die Heimmannschaft war nun nicht mehr zu bremsen und drängte weiter in Richtung Gästetor. In der 38. Minute der zweiten Spielhälfte sollten die Mühen belohnt werden. Konstantinidis passt zu Kanujanik. Der nimmt den Ball mit der Brust an und rischt ihn direkt an Ländle vorbei ins Netz zum verdienten 5:1 Endstand. Ja, Glückwunsch nach Thalheim. War ein verdienter Sieg. Ja. Ja, leider haben wir nach den ersten 10 Minuten ein bisschen aufgehört, Fußball zu spielen und haben dadurch das Spiel aus der Hand gegeben. Ja. Und im Endeffekt verdient verloren. Ja. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja. Wir hatten uns komplett was anderes vorgenommen gehabt in der ersten Halbzeit. Und Thalheim hat das einfach nur clever gemacht. Hat uns dann mehr oder weniger mit langen Bällen überlaufen. Und ja, auch von meiner Seite aus Glückwunsch an Thalheim. Ja, Adrian, meiner Meinung nach, bei den Gegentoren wart ihr immer ein bisschen zu weit weg, beziehungsweise es sah sehr einfach aus für die Offensive der Thalheimer. Sehe ich das richtig oder wie genau. Siehst du das? Genau, das war mit wenig Aufwand hat Thalheim viel gemacht, ja, viel draus gemacht. Wir haben es nicht hinbekommen, diese einfachen Bälle, langen Bälle zu verteidigen. Und ja, wie du schon sagtest, wir haben den Zugriff da nicht bekommen und deswegen einfach Gegentor bekommen. Okay. Wie ist jetzt so die Marschroute für die restlichen Spiele? Wenn man mal ehrlich ist, nach oben geht ja nicht mehr so viel. Wenn man auf die Tabelle schaut, der Rückstand ist doch zu groß, oder? Ja, das war uns bewusst gewesen. Vor dem Spiel war dann für uns auch die Devise gewesen, heute nochmal zu gewinnen und eventuell nochmal oben anzugreifen. Und ja, durch die Niederlage heute, wenn wir dann mehr oder weniger entweder um die goldenen Ananas noch spielen oder das Bestmögliche einfach rausholen. Und ja, unser Ziel ist einfach, jedes Spiel erfolgreich zu gestalten und die letzten 12 Spiele da einfach nur noch erfolgreich zu spielen und eine ordentliche Runde noch zu absolvieren. Also bist du, klar, ihr habt 5:1 gewonnen, vollauf zufrieden? Vollauf zufrieden. Wobei muss man sagen, Heringen ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben sich in meinen Augen sehr gut verbessert und auch verstärkt, ja. Und man musste eigentlich über die ganzen 90 Minuten hellwach sein, weil die jede Sekunde in der Lage sind, ein Tor zu schießen mit der Truppe, ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Dernbach hat heute gegen Weiher 2 5:0 gewonnen, also sprich, die 5 Punkte Abstand bleiben. Ja. Nach hinten raus habt ihr jetzt genug Puffer, sag ich mal. Wie ist jetzt so die Marschroute für die nächsten Spiele? Ja, wenn man dranbleiben will, muss man siegen. Ja, das haben die Jungs auch gesagt. Wir müssen trotzdem den Druck, den wir uns eigentlich selber immer machen, ja, automatisch. Die Jungs wollen mehr, das habe ich auch schon mal gesagt, ja, können auch mehr. Wir müssen den Druck trotzdem ein bisschen wegnehmen und mehr mit Spielfreude agieren, wie das nachher so die letzten Viertelstunde, 20 Minuten gewesen ist. Da hast du gemerkt, jetzt macht es den Jungs Spaß, Fußball zu spielen. Ja. Da war ein bisschen Sicherheit drin und klar, wir müssen weiter siegen, ja, zum Siegen verdammt. Jetzt bleibst ein weiteres Jahr, das ist dann das 5. Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Vierte Jahr. Ja. Also sprich, du bist natürlich sehr zufrieden hier mit dem SV Thalheim, mit dem Drumherum und jetzt heißt es natürlich Angriff auf die Kreisoberliga. Gerne. Die Mannschaft ist bereit. Also wir haben eine gute Mannschaft, einen guten Kader, auch einen großen Kader für dieses Jahr und auch für nächstes Jahr. Ich hoffe, die Jungs bleiben zusammen. Also die Stimmung ist sehr gut. Und das ganze Umfeld ist einfach top. Ja. Also jeder Trainer freut sich, so ein Umfeld zu haben, so eine Mannschaft zu haben. Gute Fußballer, wie gesagt. Und
es sieht eigentlich positiv aus für die Zukunft. Ja. Das FLW24-Spiel des Monats wird präsentiert von Fitness pur. Fit und gesund fürs Leben.